die Wahrheit. Was für ein mächtiges Wort. Hinterfragt mal kurz, was ihr ganz persönlich in diesem Moment unter Wahrheit versteht. Nehmt doch mal bitte kurz einen Abgleich vor, schließt ganz kurz die Augen, ich tue das jetzt auch. Und wir stellen uns mal kurz vor, stellen uns die Frage, was ist Wahrheit für euch? Genau jetzt. Okay, bitte die Augen wieder öffnen und könnt ihr euch vorstellen, dass es nichts Relativeres gibt als die Wahrheit an sich? Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel. Wir sind roundabout 7 oder mögen es fast 8 Milliarden Menschen sein auf der Welt. Ich habe sie nicht gezählt und das ist gar nicht so wichtig. Aber wir nehmen alle Menschen und wie das technisch umsetzbar ist, sagen wir dahingestellt. Wir stellen uns einfach vor, alle Menschen auf der Erde würden den gleichen Gegenstand, das gleiche Ereignis jetzt sehen. Gleichzeitig. Okay? Und ihr könnt euch vorstellen, dass jeder, wirklich jeder, eine andere Wahrnehmung hat. Er würde es anders wahrnehmen. Allein schon deswegen, weil jeder eine andere Vorgeschichte hat. Unsere ganze Wahrnehmung ist geprägt durch die Summe aller Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Nicht nur aus den Vorleben, das spielt im Unterbewusstsein ja auch noch eine Rolle, sondern tatsächlich das, was wir in unserem eigenen Leben so alles angelegt haben. An Erfahrungen, an Emotionen, an Gefühlen. Und das geht natürlich in jede Beobachtung ein. Und was ist nun wahr? Jeder Einzelne sagt im Grunde genommen die Wahrheit, oder? Und so ist auch ein erweitertes, vielleicht etwas spektakulär erscheinendes Beispiel, ich möchte es aber trotzdem benutzen, in meiner Wahrnehmung zum Beispiel, möchte ich gerade, was das Thema Wahrheit an sich, ja, ob es sie überhaupt gibt, um das zu hinterfragen. Sie gibt es, das habe ich eben schon versucht darzustellen, indem jeder das wahrnimmt, was wirklich ist, ja, in dem unmittelbaren Moment. Da lasse ich nochmal ein kleines Klammer, da komme ich zum Schluss nochmal drauf zurück. Und indem ich einfach sage, gut, jeder Mensch, eigentlich müsste man das auf jede Entität auch ausweiten, aber bleiben wir mal bei den Menschen. Ich habe von 7-8 Milliarden Menschen gesehen und die haben nur meinetwegen das gleiche Ereignis vor Augen und sehen das Gleiche, was eben alle sehen und auch wir jetzt gerade sehen. Und jeder nimmt es doch leicht differenziert etwas anders wahr. Und das ist am besten zu verstehen, indem wir einfach erkennen, dass jeder ein Gott in einem eigenen Universum ist. Ja, weil jeder seine ganz eigene Geschichte dazu hat. Und die Überschneidung sozusagen, warum jetzt Freunde und überhaupt andere Menschen in unser Leben treten, so sind das sozusagen so Übergangslinien, ja, die Schnittmengen auch oder die Schnittstellen, besser gesagt, die dann sozusagen erkennbar machen, dass derjenige, mit dem ich jetzt gerade zu tun habe, mit dem ich mich gerade beschäftige oder mit dem ich gerade rede, sozusagen zu Gast ist in meinem Universum und umgekehrt. Okay, das sind so Übereinkünfte, die da passieren. Wenn man sich dieses Bild so ein bisschen genauer anschaut, tritt auch eine gewisse Gelassenheit ein. Denn wie soll man ein Thema begegnen, wie die Wahrheit, der wir ja jetzt hier nachgehen wollen, überhaupt Rechnung zu tragen, wenn sie doch so subjektiv ist? Sie ist ja nur objektiv für denjenigen, der sie selber erlebt und doch so anders für den Nachbarn, vielleicht sogar unsere große Liebe, was auch immer gerade da ist. Aber jeder nimmt es ein bisschen anders wahr. Und deswegen gibt es auch Streitereien, im großen Stil jedenfalls, wie im kleinen Stil, ja, also kleine Unstimmigkeiten, weil doch jeder irgendwo eine andere Wahrheit in sich trägt. Und dann kommt auch dieses Argument, ich habe Recht. Recht und Wahrheit sind gar nicht so weit auseinanderliegend. Und jetzt möchte ich einen weiteren Schritt gehen. Auch da möchte ich wieder auf den lieben Platon zurückkommen, der ja nun bekanntermaßen einer ist, der also nicht nur die Demokratie gegründet hat, sondern auch viele große philosophische Dinge hergeleitet hat, erbracht hat. Und ich halte ihn auch für einen der größten Philosophen, die überhaupt hier zumindest im abendländischen Kulturkreis erleben durften. Ob nun durch das Nachlesen seiner Werke oder zu Lebzeiten derjenigen, die ihm noch begegnen durften. Nun, Plato hat drei große Lehren von sich gegeben. Er hat das Höhlengleichnis
von sich gegeben oder als Vermächtnis uns sozusagen überlassen. Er hat das Liniengleichnis hinterlassen und er hat das Sonnengleichnis hinterlassen. Und von Platon wissen wir, dass es eine sogenannte Ideenlehre gibt. Ja, die Ideen, die als Inspiration dann von oben kommen, aus der geistigen Welt sozusagen. Aber dann gibt es eben auch noch gerade eben die Geschichte, wo Platon hergeleitet hat, weil er sich auch die Frage gestellt hat, was ist Wahrheit? Gibt es die Wahrheit an sich? Und Platon ist der Meinung, das mag sich am Anfang ein bisschen merkwürdig anhören, aber wenn man sehr tief einsteigt, das habe ich getan, dann weiß man ganz genau, warum er das gemeint hat und was er da eigentlich auch mit, warum er das so für so wertvoll achtet. Eine Wahrheit, sagt er, ist, das, was wir für wahr halten, ist eigentlich grundsätzlich nie real, weil wir sie in der, die Wahrheit in der Außenwelt suchen. Die Außenwelt ist nie real, egal was wir gerade sehen, anfassen oder schmecken oder riechen können. Sie ist immer subjektiver Art und ist das einzig Reale sind die Ideen. Die Ideen, die kommen, die Inspirationsideen, die kommen. Und nun kann man ja sagen, Ideen können ja auch kommen, indem ich einfach mal an etwas denke. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber nur scheinbar. Platon hat ja auch dieses Sonnengleichnis erbracht. Aber da müsste man, um das zu verstehen, noch mal besser sein Liniengleichnis hervorholen. Sein Liniengleichnis beschreibt nämlich genau hier diesen Konflikt, den wir da haben. Das nämlich sagt oder besagt, dass alles, was wir überhaupt erkennen können, alles, was wir sehen können und damit auch denken können, ist gegeben oder geprägt, vorgelegt sozusagen durch die erkennbare, sichtbare Welt. Und wenn etwas sichtbar ist, dann können wir auch uns Bilder dazu machen. Wenn etwas sichtbar ist, und das ist in der Regel durch die Sonne der Fall, deswegen gibt es dieses Sonnengleichnis auch dazu, die Sonne gibt uns das Licht und wenn es keine Sonne geben würde und keine Sonnen an sich, eben auch keine Sterne, es sind ja auch Sonnen, also überhaupt kein Licht, in dem Sinne auch kein künstliches Licht, weil wir wissen gar nicht, wie wir das erschaffen könnten, dann würden wir ja nichts sehen. Und wenn wir nichts sehen, könnten wir uns auch keine Gedanken machen. Ja, also die Gedanken, die wir uns machen aus den Bildern, die wir sehen, den Dingen an sich, die wir sehen, die durch das Licht zustande kommen, sind sozusagen die äußere Welt, ja, und sind nicht die Wahrheit an sich. Die Wahrheit, die reine Wahrheit, ist sozusagen die Ideenlehre. Das heißt, die Gedanken, die kommen, die Inspirationsbilder, die kommen, die nicht von dieser Welt sind. Ja, da gibt es natürlich dann auch meistens Dinge, die wir tatsächlich nie gesehen haben. Da gibt es Visionen und ich habe von diesen Visionen auch einige gehabt und ihr sicherlich auch schon. Da sieht man auf einmal Dinge, die es auf dieser Welt eigentlich gar nicht geben kann oder geben darf. Doch sehen wir sie, sie sind da. Und sie sind nicht beleuchtet durch das Licht der Sonne oder durch Kunstlicht, was wir dann später auch mal selber erschaffen haben. Das Kunstlicht ist ja nicht einfach so da gewesen, sondern das ist eine Erfindung, die wir selber kreiert haben, indem wir Licht von der Sonne bekommen haben. Denn es geht ja noch weiter, ohne die Sonne hätten wir überhaupt, wären wir gar nicht lebensfähig. Ja, so ist Leben überhaupt durch die Sonne erst entstanden. Also deswegen gehören diese Gleichnisse auch mit hinein. Und insofern versucht auch Platon immer wieder klarzumachen, dass die Wahrheit an sich, die einzige Urwahrheit, eine Sache ist oder eine Eigenschaft ist, die Gott gegeben ist. Ja, Immanuel Kant hat sich da versucht und hat das Ding an sich genannt und hat sich da sehr diplomatisch rausgehalten. Das Ding an sich ist im Grunde genommen etwas, was es ist und was wir eben nicht beschreiben, weil wenn wir es beschreiben, ist es schon nicht mehr die eigentliche Wahrheit. Ich mache das an einem sehr einfachen Beispiel nochmal fest. Wenn ich aus dem Fenster schaue, beispielsweise jetzt, und sehe einen Olivenbaum dort, und dann stelle ich fest, wenn ich das Wort alleine ausspreche, Olivenbaum, dann ist das, was ich da sehe und Olivenbaum nenne oder gerade genannt habe, eigentlich etwas ganz anderes. Der Olivenbaum hat sich mir nicht vorgestellt und hat gesagt, oh, ich heiße übrigens Olivenbaum. Ja, und hat mir vielleicht, oder hat mir seine Visitenkarte gegeben, wo drauf steht, ich heiße Olivenbaum. Nein, wir haben diesen Baum oder ich habe das. Wir haben alle zusammen den Dingen einen Namen gegeben. Und so wie meine Eltern mir damals den Namen Dieter gegeben haben, der nicht von mir selber kam, so ist es mit uns grundsätzlich in allen Dingen so. Die Namen, die wir benutzen, sind gar nicht von uns. Und sie beschreiben Dinge, die eigentlich ganz anderer Art sind. Ja, also insofern leben wir auch in einer Scheinwelt. Ganz wichtiger Bereich,
der dazu gehört, wenn wir die Wahrheit an sich erfassen wollen. Und doch ist die Wahrheit an sich das, was wir die Spiritualität auch nennen, die Spiritualität an sich nennen. Der Bereich, der ja immer im Subjektiven irgendwo verloren geht, dass wir sagen, ja, was ist denn das schon? Was ist denn schon spirituell? Ist das einfach eine empathische, tugendhafte, wie auch immer, Handlung, die sich so äußert? Ja, das sind alles Eigenschaften, die dem zugesprochen werden können. Aber die Spiritualität an sich ist ja auch nur ein Name. Ein Name, der sich nicht, also Spiritualität hat sich nicht vorgestellt und gesagt, ich heiße Spiritualität. Und ich habe die und jenen Eigenschaften. Das waren wir. Und doch ist es wichtig, dass wir die Dinge auch benennen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier reden. Sonst wäre das Gespräch hier auch in der Form gar nicht möglich. Und insofern ist das, was wir Spiritualität oder ich in diesem Sinne Spiritualität benenne, als das Ding an sich, die Wahrheit an sich, die klassische, hehre Wahrheit. Und ich denke, wenn wir den Verstand da mal kurz an die zweite Reihe stellen, oder ihm einfach mal das von ihm vorgelegte Beratende, auch in seiner ganz eigenen Terminologie und eigenen Zuordnung, Verstandeslogik zum Beispiel, dann haben wir die Möglichkeit, auch das sogenannte innere Kind, die kindliche Naivität, wie sie auch genannt wird, wieder erleben zu können. Und sind dem Prozess der Wahrheit an sich nicht nur nahe, sondern entsprechend nicht nur dicht dran, sondern wir vollziehen die Wahrheit an sich. In den Momenten, wo wir einfach im Gewahrsein sind, im Hier und Jetzt sind, wie wir das so nennen, sind wir in diesem Zustand des Gewahrseins und der Wahrheit an sich. Denn in Gewahr steckt ja auch diese Silbe mit drin. Und aus der Verstandeslogik ist das schwer zu begreifen. Und da möchte ich noch mal erklären zum Schluss vielleicht, dass auch da wieder wir etwas Gemeinsames mit Sokrates, Platon haben, was dieses Thema Wahrheit angeht. Da gibt es einen Schüler von Sokrates, nicht nur Plato eben, sondern eben auch Aristoteles. Und Aristoteles hatte dann irgendwann die Idee, und sie war genial und sie ist auch stimmig, ist einfach nur überbewertet, die Ideen der eigenen Logik, der Verstandeslogik. Also Aristoteles hat die sogenannte alternierende Logik. Alternierend heißt alternativ. Wenn nicht, dann. Ja. So ist die ganze Technik, die ganze digitale Welt aufgebaut, die ganze Physik ist mehr oder weniger so aufgebaut und deswegen ist die aristotelische Logik auch die Logik der Naturwissenschaftler. Aber die Natur tickt anders. Sie besteht zwar auch aus diesen statischen, alternativlogischen Strukturen, ja, auch der Mathematik, die sich daraus ergibt, sondern eben auch noch aus anderen Bereichen. Das kann man im Algebra zum Beispiel herleiten. Das sind die aspektbezogenen Qualitäten, überhaupt die Qualitäten. Also das, was dem Zustand der Emotionen zugeordnet wird, der Gefühle zugeordnet wird, der Freude zugeordnet wird. Damit kann der Verstand eigentlich gar nichts anfangen. Wenn der Verstand sagt, da freue ich mich aber drüber, dann ist es seine Deutung aus der aristotelischen Logik. Also sind wir, wenn wir über Freiheit reden, und wenn wir über Wahrheit vor allen Dingen reden, die Dinge gehören schon zusammen, genau an dem Punkt, wahr ist das, was wir für wahr halten. Und wenn wir uns darauf einlassen, dass das letztlich so ist und das ist mehr als logisch, dann sollten wir viel mehr darauf hören, was wir und was unser Gefühl empfindet bei einer Sache. Und das ist eigentlich der Wahrheit an sich viel, viel, viel näher. Und immer dann, wenn die Emotionen, wenn die Gefühle kommen, der Freude, wie ich eben schon sagte, dann sind wir eins mit der Wahrheit. Und dann gibt es auch kein Ich. Da gibt es keine Personifizierung von uns, sondern dann ist das, was uns eigentlich im Wesenskern ausmacht und die Wahrheit an sich eins. Und ich denke, damit könnt ihr eine ganze Menge anfangen. Und ich bitte euch jetzt nochmal kurz, nachdem das hier von mir abgeschlossen wird, über das Thema Wahrheit nochmal nachzuvollziehen, indem ihr kurz dann die Augen schließt und genau das nochmal reflektieren lasst. Und nochmal Revue passieren lasst, was das für euch bedeutet, wie sich Wahrheit anfühlt. Wann habt ihr das letzte Mal das Gefühl gehabt, das ist wahr? Nicht im Sinne von, das kann ich beweisen. Ja, das ist eine andere, eine relative Wahrheit. Sondern das, was sich für mich einfach wahr anfühlt, aus dem tiefsten Bauchgefühl oder aus dem tiefsten Seelenaspekt von mir. Und darüber würde ich dann später auch noch ein bisschen was weiteres erzählen, was Seele und Seelenaspekte sind. Aber das als Übung würde ich euch jetzt nochmal ans Herz legen und darauf einzugehen. Und achtet dabei auf das, was euer
Herz euch sagt, was eure Emotionen euch jetzt da anbieten werden. Und das, was da angeboten wird, das ist wahr.